Einen besinnlichen 21. Dezember 2020 und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und zeige dir am Advent jeden Tag eine kleine kreative Idee. Wenn du keiner dieser Ideen verpassen möchtest und auch meine Anleitung nicht, dann abonniere doch meinen Kanal und klicke auf die Glocke neben dem Abo-Button. Wenn dir meine Videos gefallen, dann gib mir einen Daumen hoch. Herzlichen Dank. Der Stern des Tages aus unserem Sternenpost-Adventskalender kommt heute von Gisela aus Hürtgenwald-Bergstein in der Eifel. Habe ich vom Zettel abgelesen und ich habe noch nicht auf der Karte geschaut, wo das wohl ist. Hier oben ist schon mal so ein klitzekleiner süßer Stern dran. Und in der Tüte ist ein goldiger Stern. Lass ich dich rausholen, Sacken nicht kaputt gehen. Noch ein Sternchen. Und noch ein Sternchen, ein kleiner Sternenregen. Ja, auf dem Stern ist praktisch nochmal ein kleiner Stern und noch ein kleiner Stern. Und das alles zusammen gibt diesen glitzerigen, schönen, silber-, kupferfarbenen, goldenen Stern. Herzlichen Dank, Gisela, und herzliche Grüße in die Eifel. Ja, was haben wir noch? Den Stern des Tages, dann gibt es mein Teechen. Und eine Kreatividee. Und dazu habe ich einen Engel in meiner Kiste gefunden. Und jetzt weiß ich auch, von wem der ist. Der ist von der Elfruhn, die auch den Adventskalender, Sternenpost-Adventskalender dieses Jahr mit ihrer Schwester zusammengepackt hat. Der Engel ist für mich und das war für mich jetzt Anlass. Heute, klar, basteln wir mal einen Engel. Der ist sogar gefüllt, aber den öffne ich erst Heiligabend. Kann ja warten. Bleib stehen. So, dafür habe ich jetzt zu öffnen den Sternenpost-Adventskalender, Quatsch, den Tee-Adventskalender. Da sind natürlich auch Sterne drin, also ist schon Sternenpost, das haut schon hin. Was gibt's heute? Ich glaube, es wird lecker. Heute gibt's Fenchel. Mm. Gesund und lecker. Gibt's ja selten, ne? Für den einen ja, für den anderen nein. Alles schön aufheben. Und irische Segenswünsche haben wir auch noch. Und Cordula aus Mölln. Stern aufschneiden. Und dann lese ich dir mal vor. Ich wünsche dir, dass du die Zeiten der Einsamkeit nicht als versäumtes Leben erfährst, sondern dass du beim Hineinhorchen in dich selbst noch Unerschlossenes in dir entdeckst. Ja, für so ein bisschen Einsamkeit haben wir ja dieses Jahr wahrscheinlich besonders viel Zeit. Vielleicht nicht alle von uns, aber doch alle irgendwo ein bisschen. Ja, Fach 21, hier kommt's rein. 22, 23, 24, also noch drei Ideen. Ich bin gespannt. Das Adventskalenderbuch Irische Segenswünsche ist fast voll. Und jetzt zu meiner Kreatividee. Habe ich was vergessen? Garantiert. Ein Engel. Ich mache jetzt nicht so einen Engel, da gibt es ganz viele Anleitungen, habe ich gesehen, auf Pinterest und wo auch immer, auch hier auf YouTube. Ich mache einen anderen Engel, den kenne ich wieder aus meiner Kindheit. Und zwar ist der einfach und schnell gemacht. Wir brauchen dazu, ich habe Designerpapier genommen, also etwas dünneres Papier, ein Fädchen, ein Band. Ich habe hier dieses geflochtene Leinenband, kann natürlich auch was dünneres sein, eine Holzkugel. Maße sind relativ, weil klein oder groß, du wirst sehen, meins mit denen von mir gegeben, die Größe siehst du ja dann und dann kannst du selbst entscheiden, mache ich größer, mache ich kleiner. Bisschen tüfteln ist ja auch immer gut. So, ich habe zugeschnitten zwei Stück Designerpapier. Das ist dieses tolle mit der Schrift. Gibt es aktuell noch im Stampin' Up! Katalog. In den Maßen 10 x 13 cm. Ging auch breiter, ging länger. Kommt drauf an, wie dick das Papier ist. Ich hatte es erst auf 10 x 15 und dann fand ich es, wäre mein Engel zu breit geworden. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Papiere falzen wir, also wir brauchen Falzlinien. Ich habe sie jetzt auf 1 cm gesetzt. Das ging alles per Hand und wie auch immer. Man kann das auch von groß auf klein, also immer kleiner falzen. Dass man es erst halbiert, dann viertelt und dann achtelt und dann sechzehntelt. Aber wir machen das jetzt so, dass, also ich zeige dir das mit dem Papierschneider, mit dem man auch falzen kann. Und ich lege Falzlinien an, immer im Abstand von 1 cm.
Die ersten drei lege ich hier auf der rechten Seite an. Drei bin ich schon, dann die vier. Und ich mache das auch ganz sanft, ohne viel Druck, damit ich das Papier nicht zerstöre. Jeden Zentimeter könnte ich die jetzt hier der Reihe nach einmal durchsehen. Bin ich schon bei 8. Geht ja ganz schnell. Bin schon bei 13. Alle. Ich habe es ja gekürzt. 10 mal 13 cm. Ich könnte mir noch eine Falzlinie anlegen, und zwar lege ich die quer an bei 3,5. Auch da kannst du variieren. Ich fand jetzt 3,5 ist ganz gut. Und ob man die braucht, kannst du selber ausprobieren. So, wie falze ich das jetzt? Ich fange hier an, dass ich es der Reihe nach. Ich lege mir das immer so hin und kippe das von vorne nach hinten. Dann geht das für mich am schnellsten. Und falze jetzt praktisch eine Rosette. Mit der gibt es ja 1000 weitere Bastelmöglichkeiten. Jo. Fertig, drücke richtig doll. Jetzt habe ich hier oben meine Querlinie gemacht. Die nehme ich jetzt auch, falze sie einmal vor. Schiebe die Rosette wieder zusammen. Habe ja hier schon einen Teil vorbereitet. Schaue also, dass ich jetzt in der gleichen Stelle knicke. Da habe ich meine Querlinie ja angelegt. Bei 3,5. Jo, das passt. Den Knick richtig scharf nachfalten. Doppelseitiges Abreißklebeband klebe ich jetzt hier oben drauf. Und dann drücke ich hier an. Und das sind praktisch die Arme, die ich an die Seite drücke. So. In der Mitte klebe ich meine beiden Teile aneinander. Aber vorher nehme ich mein Bändchen. Ist also ganz schnelle Idee. Schneid mir da so etwa 30 cm ab. Lieber ein bisschen mehr. Notfalls kann man immer noch kürzen. Hier unten kommt jetzt ein Streifen wieder doppelseitiges Abreißklebeband drauf. Mittig in dem Fall. Da klebe ich mein Fädchen ran. Damit das alles perfekt hält, kommt auf die andere Seite auch nochmal doppelseitiges. Geht natürlich alles mit flüssig. Genauso wie dieses. So, und jetzt schaue ich mir an und kürze ein Stück. Ja, ja. So ist es besser. Ja. Lege das nebeneinander und drücke beide Teile aneinander. Und schauen, dass das Kerlchen gleich lang wird. Links und rechts. Der Engel, du siehst jetzt. Ja, es ist immer noch ein breites Engelchen, aber ich finde doch, das ist eigentlich von den Proportionen ganz gut. Und oben kommt jetzt meine Holzkugel dran. Könntest du natürlich ein Gesicht drauf malen. Ich mag das eher schlicht. Das heißt ohne Gesicht. Denke ich mir dann lieber, ziehe das mit meiner Häkelnadel hier durch. Ja, das sollte nicht passieren. Drücke nicht zu doll. Lieber nochmal in diese Richtung. Und jetzt könnte ich den Kopf des Engels noch ankleben. Kann ihn aber auch locker so sitzen lassen. Das kannst du selber überlegen, wie du möchtest. Ja, du siehst, diese Größe ist rausgekommen bei einem Papier, bei zwei Papieren von 10 x 13 cm. Schau dir das einfach mal selber an, konstruier da mal ein bisschen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Jo, das war meine Anleitung für dich heute. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir einen schönen Abend und viele weitere kreative Ideen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, deine Angela von der Stempelfamilie. Wunderschöne Sterne. Aber was ist eigentlich ein Sternenpost-Adventskalender? Hier seht ihr die 24 Umschläge von 2020
von 24 kreativen Bastlerinnen aus ganz Deutschland. Seit 2015 lade ich dazu ein, gemeinsam mit mir kreativ zu werden und mir selbst gebastelte Sterne zu schicken. Und zwar 24 gleiche Sterne, geklebt, gefaltet, geprägt, gehäkelt, gewebt, egal wie. Jeweils einzeln verpackt in einem Umschlag. In den letzten Jahren gab es meist mehr als 80 Teilnehmerinnen. Dieses Jahr, bei unserem Sternenpost-Adventskalender, ist alles etwas anders. Es gibt genau einen Adventskalender mit 24 Umschlägen. Da ich selbst für längere Zeit erkrankt bin und mich ganz damit beschäftige, wieder gesund zu werden, sollte es eigentlich ausnahmsweise mal keinen Sternenpost-Adventskalender geben. Aber das geht doch nicht, haben Elfrun und Gundula aus Thüringen gesagt und kurzerhand die Organisation des diesjährigen Adventskalenders übernommen. Ein ganz herzliches Dankeschön an euch. Und so kann ich täglich einen Stern zeigen und euch alle an unserer Adventsstimmung vom 1. bis 24. Dezember teilhaben lassen. Bei Fragen zu den einzelnen Sternen meldet euch bei mir oder kommentiert unter den einzelnen Beiträgen. Außerdem könnt ihr über 100 Beiträge aus den vergangenen Jahren anschauen, hier auf meinem YouTube-Kanal. Oder ihr schaut einfach auf meinem Blog www.stempelfamilie.blogspot.de vorbei. Da gibt es viele kreative Ideen. Ich wünsche euch jetzt kreative Zeiten, eure Angela von der Stempelfamilie.